Hallihallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Heute spielen wir mal was ganz Interessantes. Und zwar, naja, wir spielen ja mal was Interessantes, aber diesmal gibt es das Führer-DLC, also für Sniper Elite V2. Downloadable Content, wo wir den Führer, also Adolf Hitler, erschießen müssen. Sehr schön. Und wir schauen da mal rein. Hier steht praktisch nur, dass wir irgendwie wissen, wo der Führer ist und dass er irgendwie mit dem Zug abhauen will und wir ihn aufhalten müssen. Hier sind wir, dann müssen wir hier irgendwie lang und müssen hier zum Aussichtspunkt kommen. Ich habe das ungefähr bis hier gespielt und weiß daher, was so auf mich zukommt. Ja, die Waffen. Wir nehmen das hier, weil ich das gerne mag, und wir nehmen eine MP5, 40, weil ich es kann. Und der Rest ist sowieso relativ egal. Ich mache nochmal mehr Granaten. Gut. Ja, Kernaufgabe, wie gesagt, Führer finden, also Adolf Hitler finden und ihn erledigen. Ist eine schöne Aufgabe, wie ich finde. Aber erstmal müssen wir da hinkommen. Wir müssen da hinten irgendwo hin. Gucken wir uns erstmal um den hier. Frage ist jetzt, ob ich wie ein Scharfschütze vorgehe oder ob ich mich wieder durchballere. Ich versuch's einfach mal mit Schleichen und ihn dann halt so ausschalten oder die Wachen halt hier so ausschalten. Weil ich muss an denen hier vorbei. Aber wie mache ich das jetzt? Oh, er dreht sich. Er dreht sich nicht. So, weil ich eine scheingelähmte Pistole hatte, haben die jetzt nicht gehört, wo ich bin. Aber er da hinten weiß Bescheid, dass ich hier irgendwo bin. Wenn er da hinten sucht, hole ich mir mal die Munition. Oh, da kommt der Zug vom Führer. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wo ist er? Scheiße. Okay, jetzt ist eh vorbei. Na, was treffen wir? Ah. Ah. Ach, da oben ist auch noch einer drin. Oh. Ha, ich war schneller. Bam, sein Auge weg. Gut. Gucken wir weiter, da ist noch einer. Was, Entdeckung? Schmeiß ich da mal eine Granate rüber. Oder auch nicht, weil da eine unsichtbare Wand ist. Ah, sowas mag ich ja nicht. Na, man zeigt nicht mit Fingern auf Menschen. Ach ne, mit nackten Finger auf Menschen, ne? Irgendwie so. Hier war doch noch einer, oder? Oh. Man kann auch irgendwie auf die Granaten schießen, die am Körper haben. Das sieht, glaube ich, cool aus. So, bis hier habe ich ungefähr gespielt. Da oben muss ich halt hin. Da war irgendwo noch ein ganz gemeiner Sniper. Oh. So, hier ist sonst keiner mehr. Aber hier war ein Scharfschütze irgendwo. Ich weiß ganz genau, dass er da irgendwo ist. Dann laden wir mal kurz auf. Mein Herzschlag da unten links. Laden wir das mal auf. Dann erledigen wir die in einem Zug. So, einmal rüber. So, dann geht's los. Erster. Bam. Zweiter.
Scheiße. Aua. Dritter. Ich muss bloß aufpassen wegen dem vierten. So, vierter. Oh, ja, ich kann auch nicht viel zu dem Spiel sagen. Fällt mir gerade mal auf, weil was soll ich euch dann großartig erzählen? Ihr seht ja, was ich mache. Rumrennen, rumballern. Versuchen möglichst nicht zu verrecken. Da kann man nicht viel zu sagen. Oh, da ist irgendwo einer. Na? Böser Scharfschütze. Ja. Ich wollte euch eigentlich auch nur zeigen, wie ich den Führer umbringe. Nicht, dass ich hier irgendwelche tollen Geschichten erzählen kann. Ja, wir gucken einfach mal. Bin ja selber mal gespannt. Ist hier irgendwas? Eine Mine oder so? Nö. So, hier gibt's feine Munition. Hier soll ich mich wahrscheinlich hinlegen. Wo ist er denn? Oh, da kommt er, wa? Ist er im Wagen? Wo war das gerade? Ah, da ist er ja. Wie sieht er denn aus? Sieht so jung aus. So, ist er irgendwo dahinter oder was? Ah, ich soll auf den Tank schießen, wa? Bam! Jetzt ist er tot oder was? Ach, das ist ja gar nicht, lol. Oh, jetzt sieht ja jeder, wie schlecht ich bin. Na. Na gut, dann versuchen wir die Male wegzuhauen. Irgendwann werde ich ja dann wohl sehen, wie ich ihn umbringen kann. Oh, 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 oh. Oh, nicht verrecken. Mann, wer schießt mich hier von der Seite an? So, komm, lad auf. Erster. So, und den möchte ich mal auf die Granaten schießen. Oh, das war nicht die Granate. Oh, Junge, hör auf, dich zu bewegen. Wo schießt denn jetzt schon wieder einer? Ich sehe auch fast gar nichts. Na. Na, komm her. So, den habe ich. Zack. Gut. Zack. Zack. So, wo ist der nächste? Da ist der nächste. Aua. Boah, sind das viele Gegner. Wo sind die denn alle? Das ist schon mal einer weniger. Machen wir den nächsten. Mann, ich wollte euch ja eigentlich gar nicht umbringen. Ich wollte doch eigentlich den Hitler töten. Ah, da hinten kommt schon wieder welche. Oh, jetzt habe ich den Fahrer erwischt, wa? Zong. Lol. Die sehen alle, wie schlecht ich wirklich bin. Habe aber auch nie behauptet, dass ich gut drin bin im Spiel. Muss ich ja zu meiner Verteidigung sagen. So, von wo schießt ihr? Da ist einer. Scheiße. Ja, komm. Komm raus. Selber schuld. Zank. Gut, machen wir den nächsten. Ah, da versteckt sich einer. Nee, wo? Oh, er bewegt sich. Scheiße, jetzt habe ich ihn nicht erwischt. Mann! Wo bist du? Da sind ganz viele. Das ist doch mitten sein Eisenhelm, wa?
Oh, das war sein Auge. Und dein Schädel. Zank. Ein paar Zähne weggehauen. Kann Zahnarzt werden. Hey, das wäre doch was. Zahnarzt. Ich hoffe, ich bin jetzt erstmal fertig. Ich habe noch ein Date. Au. So. Oh, ich will hier oben nicht sterben. Ja, er bewegt sich. Versteckt er sich in einem LKW oder was? Bums. Ist er tot? Nee, natürlich nicht. So, wo kommen die nächsten Gegner? Da hinten schon wieder. So, legen wir die am besten gleich aus der Entfernung, dann haben wir es nämlich viel einfacher. Ich glaube, ich habe es verstanden, die kommen in Wellen und nach jeder Welle bewegt sich der Typ dann, der Führer da, und dann kann ich ihn immer erwischen. Das heißt, jetzt müsste er sich bewegen. Diese Schwuchtel. Hab's gesehen. Tschüss. Schießen mal genau durch sein Visier. So, das müsste genau die Linse sein. Ja. Zong. Bullseye. So. Wie, jetzt bewegt er sich nicht. Ja, klar. Oh, ich habe ihn noch gekriegt. Da ist der Panzer, jetzt bewegt er sich. 100 Pro. Und ich habe ihn. Und ich habe ihn. Wo treffe ich ihn? Wo treffe ich ihn? Wo treffe ich ihn? Na? Oh. Ich habe ihn. Da wollte die feige Sau in seinen Zug rennen. Aber ich habe ihn vorher erwischt. Ich habe die Welt gerettet und ich bin Held des Tages. Mann, ich habe ein bisschen wenig gesagt, das tut mir leid, aber ich wusste auch nicht wirklich, was ich dazu sagen soll. Das war auf jeden Fall ein lustiger DLC. Naja, wie auch immer. Ihr könnt ja bewerten und kommentieren. Diesmal könnt ihr es auch lassen. Ich habe ein bisschen Angst vor negativem Feedback. Und ansonsten, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.